Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Aspire und zwar ein E5774 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. Bei diesem Modell gibt es die Besonderheit, dass es über einen Service-Schacht verfügt. Dafür muss man diese drei Schrauben lösen. Und wenn man dann die Abdeckung abnimmt, kommt man bereits an RAM, SSD und HD heran. Auch um die restliche Gehäuseunterseite abzunehmen, muss man erst die Serviceabdeckung abhebeln und dann diese Schrauben hier lösen. Und man muss vorher das Laufwerk rausnehmen, das sich hier befindet. Ich benutze hier ein Universalwerkzeugset. Da sind alle Schrauben und Aufsätze mit dabei, die man so braucht. Und ja, ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Als Aufsatz nehme ich hier ein PH0, das ist ein Kreuzschraubendreher. Und dann nehme ich, nachdem ich die Schrauben gelöst habe, als erstes das Laufwerk heraus. Und da sind nochmal drei Schrauben drunter, die ich jetzt auch schon hier gelöst habe. Und ja, dann kann man die Serviceabdeckung heraushebeln. Und das geht ganz gut mit den Fingern. Wenn nicht, kann man auch einen Gegenstand dazu benutzen und das ein bisschen aufhebeln. Und dann kann man zum Beispiel hier die SSD austauschen. Dafür muss man nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die einfach ein bisschen nach oben und unten rausziehen. Der Einbau ist dann einfach in umgekehrter Reihenfolge. Die wird wieder hier reingesteckt und zugeschraubt. Direkt daneben sehen wir die beiden RAM-Riegel. Und auch die lassen sich super einfach tauschen. Dafür muss man nur diese beiden Klammern hier nach außen ziehen. Dann kommt der RAM-Riegel so ein bisschen nach oben und dann kann man den einfach austauschen und auch hier umgekehrt wieder einbauen, nach unten drücken, bis die Klammern wieder einrasten. Auf der anderen Seite sehen wir hier die 2,5 Zoll Festplatte und die muss man nur seitlich aus dem Stecker schieben und kann sie dann einfach nach oben rausnehmen und austauschen oder wenn der Slot leer ist, dann einfach in umgekehrter Reihenfolge einbauen. In diesem Fall lasse ich die jetzt aber erstmal ausgebaut, da es einfacher ist, die Gehäuseunterseite abzunehmen, wenn der Slot hier leer ist. So, die letzte Besonderheit hier, bevor wir dann die Gehäuseunterseite endlich abmachen können, ist das Lautsprecherkabel hier. Das muss man nämlich erstmal von dem Gehäuse trennen, da es sonst hängen bleibt und man das im schlimmsten Fall mit abreißt. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Aufpassen muss man eigentlich nur auf der gegenüberliegenden Seite vom Laufwerk,
Da ist das Gehäuse nämlich so ein bisschen über die Stecker drüber gesteckt. Das heißt, man fängt da am besten auf den anderen Seiten an und kann es dann über die Stecker drüber ziehen. Aber ja, das zeige ich euch gleich. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Und wie gesagt, auf der Laufwerkseite anfangen und dann die Gehäuseunterseite über die Stecker abziehen. Und so sieht die dann von innen aus. Und so das Gerät. Eine andere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass die Abdeckung vom Service-Schacht einen Druckknopf nach unten drückt. Und sobald der nicht mehr gehalten wird, schaltet sich der Akku ab. Das heißt, sobald man den Service-Schacht aufmacht, bekommen diese Stellen auch keinen Strom mehr. Dennoch trennen wir jetzt erstmal den Akku vom Mainboard. Dafür kann man diesen Stecker hier seitlich greifen und nach unten ziehen. Und da der Akku nicht verschraubt ist, kann man den dann einfach hier aus dem Gehäuse nehmen. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Die Kabel sind hier sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich oder oben zu greifen und dann mit Rütteln und Wackeln irgendwie rauszubekommen. Und ja, das kann manchmal echt friemelig sein. Aber ja, nach ein bisschen rumprobieren und rumwackeln kriegt man den dann schon raus. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und auch beim Wiedereinbau ist es oft besser, dass man das Kabel erst wieder verbindet und den Lüfter dann festschraubt. Und hier einfach darauf achten, dass der Stecker wirklich richtig fest drin sitzt. Danach muss man den Lüfter nur noch wieder festschrauben und ja, hat das auch erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Beim Wiederverbinden mit der Gehäuseunterseite achten wir einfach wieder darauf, auf der gegenüberliegenden Seite vom Laufwerk wird das Gehäuse so ein bisschen eingehängt. Das heißt, wir schieben das hier seitlich auf das Gerät, bis die Stecker an der Stelle schon mal wieder verbunden sind. Das kann man hier ganz gut sehen. Und dann wird die Gehäuseunterseite wieder nach unten gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und ja, hier jetzt bei dem Gerät darauf achten, dass man auch das Kabel vom Lautsprecher wieder verbindet. Dann kommt noch das Laufwerk wieder rein und natürlich auch die HDD kommt wieder in ihren Slot. Und dann muss man nur noch die Abdeckung vom Service-Schacht wieder draufdrücken und
das Gerät verschrauben. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.